willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder mit meinem Freund unterwegs. Könnt ihr euch noch an folgende Szene erinnern? Aber davor geht es erstmal noch im Abenteuerhotel im Heidepark in ein Themenzimmer. Da war ich nämlich auch noch gar nicht. Da will ich auch mal gerne mal gucken, wie es da drin aussieht. Ja. Ich habe erwähnt, dass ich unbedingt ins Abenteuerhotel mal möchte, ins Flug der Dämonenzimmer. Kurz danach habe ich es tatsächlich gebucht und eigentlich würden wir erst morgen losfahren ins Abenteuerhotel, dann 2 Tage Park, eine Nacht im Abenteuerhotel. Und gestern kam mir die glorreiche Idee, ach komm, lass uns mal noch eine Nacht im Holiday Camp buchen, damit wir nicht so früh losfahren müssen. Ohne Park, aber wir sind im Holiday Camp im Aloha-Zimmer eine Nacht und 2 Tage im Heidepark und noch eine Nacht im Flug der Dämonenzimmer inklusive All-Inclusive-Paket, also Abendbuffet, Frühstück und Geschenk aus dem Zimmer. Aus dem Zimmer vor allem. Auf dem Zimmer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem kleinen Kurztrip. Wunderschönen Heidepark Holiday Camp. So, angekommen. Hier ist gerade nichts los. Ich glaube, der Park ist 8 Uhr geöffnet. Ich habe echt keine Ahnung. Jedenfalls ist hier keiner. Und wir checken jetzt erstmal in unsere Hütte ein. Wir haben die Hütte mit der Nummer 273. Das soll direkt hier vorne links im ersten Hüttenblock sein. Es könnte tatsächlich sein, dass mein Vater und ich das schon mal übernachtet haben. Das war auch genau hier vorne links, aber ich weiß nicht mehr, welche Hütte das war. Papa und ich haben da geschlafen und wir schlafen jetzt eine weiter links, da vorne. Juhu. Kurz ein bisschen frisch gemacht, ein paar Videos aufgenommen und jetzt schauen wir, ob wir irgendwie noch Abendessen dazu buchen können, spontan, weil wir haben echt Hunger. Und haben keine andere Idee, wo wir jetzt noch was zu essen bekommen können. Ich glaube, der Heidepark verliert langsam seine Attraktivität, denn er wird nicht mehr wirklich voll so wie früher. Große Kinder dürfen auch mal Spaß haben. Keine Ahnung, ob ich hiermit auch vloggen kann. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich probiere es einfach mal ganz kurz. Wir sind gerade noch mal ganz kurz über das Wasserloch. Genau, über das Wasserloch gelaufen. Wir haben am Strand ein bisschen gewesen, halt. Ein paar Fotos, ein paar Videos gemacht. Und jetzt gehen wir in unsere warme, schöne Hütte. Denn es ist echt arschkalt geworden. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon aus unserer kleinen Hütte ausgecheckt, beziehungsweise haben die Sachen rausgebracht, bringen sie gerade das Auto. Gehen jetzt gleich frühstücken, bringen die Schlüssel weg und graden dann ab im Abenteuerhotel, bevor wir dann auch endlich mal in den Park rein können. Das Frühstück fand ich lecker. Es gab eigentlich alles da, was man haben möchte, braucht, will.
Es gab Joghurt mit Pfirsich, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ich frühstücke eigentlich gerne nicht, aber unser Ziel ist es heute, nichts im Park zu kaufen, damit wir heute Abend beim Abendbuffet dann richtig essen können. Ich habe kein Geld mehr mit, sorry, ich bin pleite. Ja, jedenfalls parken wir jetzt um und gehen vom Holiday Camp ins Abenteuerhotel. Ich freue mich. Mein Traum wird wahr, ich stehe nicht nur vorm Abenteuerhotel und filme, sondern ich gehe auch ins Abenteuerhotel rein. Und ich liebe diesen Ohrenzahn, der da oben auf diesem Haus steht. Ja, ist so niedlich. Ja. Ohrenzahn. Da oben. Mal gucken, wie es drin aussieht. Ich habe noch nichts mehr angeschaut von diesem Hotel. Ja, man kann mich mit sowas extrem glücklich machen. Hab ich schon. Hab ich zu Hause. Ja. Jetzt kurz und knackig mal das Hotel angeschaut, bis es was zu entdecken gibt. Und wo unsere Zimmer sind, auf dem vierten, unser Zimmer, auf dem vierten Stock. Es ist sogar thematisiert mit zweimal Spuren von Ghostbusters neben uns. Ist gesperrt, weil da Ghostbusters halt so ist. Und sind wir draußen und in 8 Minuten machen die Tore auf. 39, wir können da nichts machen, aber ich bin super gehypt. Ich bin heute der erste Gast gewesen, der diesen Park begrüßen durfte. Juhu! Des Tages auf Desert Wales. Es ist richtig voll. Wir müssen mindestens eine Stunde. Mindestens eine Stunde warten mit 0 Personen vor uns. Genau. Desert Wales war wie immer schnell. Jetzt stehen wir bei Colossus an. Wobei anstehen ist nicht die Frage, eher durchlaufen, denn es steht keiner hier an. Ja, du darfst uns gar nicht fahren. Du bist noch keine mindestens 1 Meter groß. Wir sind gut losgefahren, das war cool, leer, ja, jetzt haben wir Scream, wie war Scream fertig, Club fertig, Bobbahn fertig, Limit fertig, es wird gar nichts. Wir sind Screamy gefahren, eine richtig spannende Attraktion, mehr oder weniger, nicht? Leider waren wir ein bisschen zu fett, deswegen mussten wir getrennt fahren. Richtig, wir waren zu fett, weil das Maximalgewicht für eine Gondel ist 110 Kilogramm. Ich war einfach viel zu fett mit meinen 100.000 Kilogramm. Ja.
weil du 45 wiegst und ich leider keine 65 wiege, müssen wir leider getrennt sein. 75. Und dann sind wir gerade raus und jetzt fährt Scream. Also wir fahren nicht, aber da oben sind Mitarbeitertechniker. Vielleicht fährt die ja morgen. Aber wir fahren wieder runter. Voll spannend. Ja, Big Loop fährt vielleicht später wieder, Bobbahn vielleicht später auch und... Wenn es warm genug ist. Wenn es warm genug ist und die Sonne rauskommt. Ach, schreit doch nicht so. Mal gucken, was Scream noch so macht, außer hoch und runter fahren die ganze Zeit. Wir fahren jetzt befreit den Kragen. Die Achterbahn, die geht so. Die geht so, wir stürzen alle in den Tod. Die geht so, die Achterbahn. Ich blende das TikTok gleich mal kurz ein. Es gibt im Heidepark eine Achterbahn, da fährst du in hier, befreit den Kraken, fährst du rein unten. Die Eil, ja. Da stürzt du, aber die hält oben an, aber die hält nicht da an, sondern die macht so und dann geht diese Kuppel so und du stehst so. Das heißt, selbst der Hintere, der denkt, er würde nichts davon sehen, der hängt in diesem Ding so drin und kann in den Tod runtergucken. So kann er rein und du stirbst, Junge. Es ist das allerletzte. Wirklich. Freefall auf der Achterbahn. Und was soll das? Warum muss man in der Achterbahn? Früher war so, gerade runter. Die Achterbahn geht so. Das heißt, die macht über diese Kuppe so. Ja. Ja, wir fahren mal eine Runde Krake, weil es ist hier nichts los. Angeblich 10 Minuten Mörder seid. Ich wüsste gerne, wo die 10 Minuten sind. Drinnen, die hat 3 oder vielleicht. Ich sehe keine 10 Minuten. Luke der Dämon ruckelt wie immer. Krake ist immer noch mal eben gefahren. Habe ich ja gar nicht so erzählt. Glaube ich erzählt, ich bin auch wieder schon mehr. Wir fahren jetzt die Turpilauler-Schlacht. Oh, da ist eigentlich immer nur eine Kurbel drin. Na super. Die bin ich tatsächlich noch nie im Leben gefahren. Attacke! Wir gucken mal, ob wir hoffentlich nicht nass werden. Jo. Oh nee. Lasst euch nicht jetzt in die Turpilauler-Schlacht. Ist nicht nass, sie ist klitschnass. Egal von wo ihr seid, ihr werdet nass. Halbe Höhe und er macht volle Höhe. Wir sterben alle. Ehrlich. Oh, da kommt der Dinosaurier. Wow. Geil. Ja. Aber nicht so schnell. Ja, es ist mir zu schnell. Ich habe Angst. Oh, das sind Karotten. Stop, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Da sind Hühner. Komisches Huhn. Das ist Blattfleisch. Wie würde es denn da reinpassen? Hey, was? Karotten. Was süß thematisiert eigentlich die Dinger? Ne? Jo. Nee, ist das. Da fehlt noch der Rauch. Tut, tut. Denn das wäre nicht mehr Brandschutznorm gerecht. Halt, Peppa Pig. Mein Name ist Nein, Peppa das Pig. Das ist Mama Pig. Ich habe mir Erdbeeren mit Kinderbrühe gegönnt. Für die günstigen 6 Euro? Genau, für günstige 6 Euro für 5 Erdbeeren. Also solide Preise. Und Elche. Haben wir nicht essen? Haben wir nicht gestalkt. Meine Erdbeeren. Auf der eigene. Oh mein Gott!
Was? Ja, dann. Einen haben wir noch. Die Erdbeeren waren lecker, dann haben wir uns noch Nuggets und Pommes geholt und fahren jetzt eine weitere Runde Colossus. Die Sonne ist rausgekommen, es ist warm geworden. Und Bobbahn, Big Loop und Limit fahren auch inzwischen. Scream und Laola sind immer noch geschlossen, das wissen wir ja. Die Bobbahn sind wirklich auch gefahren, ruckelt wie immer. Bisschen voller. Und jetzt geben wir Leute Ärger, weil wir sind Big Loop fahren. Müssen hier alles mal mitgenommen haben hier an dem Tag. Geil! Ich bin richtig klitschnass geworden! Die Splash-Zone war mal sowas von einem Reinfall. Okay, Mücken. Nochmal. Die Splash-Zone war sowas von einem Reinfall. Wir haben uns da mal hingestellt, wo nicht mehr, wo wir ganz vorne gestanden haben. Gibt halt keine Splash-Zone, warum auch immer. Wir sind selber Mountain Rafting. Groß passt das hintereinander gefahren. Einmal habe ich gewonnen, einmal hat der Typ hier gewonnen. Jo, jetzt fahren wir Mountain Rafting und hoffen, dass wir denn das werden, dann ist es warm geworden. Weil ja alle guten Dinge drei sind, sind wir dreimal Mountain Rafting gefahren und der hier da vorne ist nass und die Dame hier ist nass und der hier hat eine Regenjacke und ist vollkommen trocken. Ja. Supi. Jetzt gehen wir noch in die Drachenwelt. Und dann auch langsam Richtung Hotelzimmer. Mal gucken, was er da erwartet. Das Peppa Pig Land und Drachenzähne Insel wurden ausgiebig heute von uns getestet. Test bestanden. Und jetzt geht es ein drittes Mal für uns auf Colossus, bevor wir dann aufs Zimmer gehen. Wir sind jetzt dreimal Colossus gefahren insgesamt. Und heute Morgen hatten wir ein ganz recht lustiges Bild. Und zwar nicht danach gesehen zu werden von der Kamera. Und ich hatte einfach komplett gar keinen Bock auf dieses Erdbeergefühl. Also es ist wirklich ein gelungenes Foto. Was der Typ da vor uns gemacht hat, ich habe keine Ahnung, was er sich zu sich genommen hat, ne Mirko. Ganz komischer Typ ist das gewesen, ganz komischer Typ. Und wir gehen jetzt endlich Richtung Hotel und Richtung unserem dämonischen Vergnügen. Da werden alle vorhalten. Nee. Ach du